Bei seiner Sommertour durch Niedersachsen war der NDR auch in Einbeck. Gefordert als Stadtwette war, dass ein Plattenladen aus alten Tagen entstehen sollte, inklusive Schallplatten, Plattenspielern, Starpostern und Kopfhörern. Auch eine alte Registrierkasse hatte den Weg in den Einbecker Plattenladen gefunden. Außerdem sollten bei der Stadtwette mindestens 250 Einbecker mit ihrer ersten Schallplatte in einer Verkleidung erscheinen, die an ihr Musikidol aus Jugendtagen erinnert. Dass dies gelingen würde, zeichnete sich schon früh ab. Dicht gedrängt standen die Menschen am Treffpunkt vor dem Eickeschen Haus in der Marktstraße. Gemeinsam gingen Glenn Miller, Michael Jackson, Trio, ABBA, die Blues Brothers und die Bee Gees und viele andere Künstler zum Plattenladen auf dem Hallenplan. Dort wartete das NDR-Team mit Moderator Ludger Abel und zählte die verschieden verkleideten Einbecker. Ivan Reprow, die Rolling Stones, Heino, die Wildecker Herzbuben und viele weitere, sie alle waren mit einer LP oder mit einer Single erschienen. Dann löste Ludger Abel die Wette in der Live-Sendung Hallo Niedersachsen auf und überreichte die Urkunde an Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalik. Ich lese mal von hinten vor. Ja? Also letzte Zahl ist die 4. Die Zahl davor ist die 5. Also 54 sind schon mal. Und die erste Zahl ist eine 3. Singen Sie zu Hause unter der Dusche oder? Auch, ja. Geht das einigermaßen? Ja, das geht. Ihre Frau flippt nicht aus? Wenn meine Frau nicht dabei ist. Okay, es gibt ja auch Ohrstöpsel. Was macht er denn? So, wie bei der Weltmeisterschaft. Ist was drauf? Ist was drauf? Ich hatte den Film vergessen einzulegen. Auf der Marktplatzbühne lösten die NDR-Moderatoren Kerstin Werner und Ludger Abeln ihre Wette ein. Sie wird schon heißen Hintern. Mann. Entschuldigung, das war jetzt unter uns. Ich habe das Mikro an. Wusste ich gar nicht als Herz. Völlig Überraschung. Ja, völlig Überraschung. Also, wir fragen jetzt mal, haben wir den ersten Teil des Wetteinsatzes hier zu erfüllt für euch? Aus eurer Sicht erfüllt oder nicht erfüllt? Komm. Okay. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Und jetzt alle. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend oder eine Nacht, und es hat zu mir Macht. Zum Abschluss des Sommertourabends rockte Chris Norman mit seiner Band vor Tausenden von Besuchern den Einbecker Marktplatz.